Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, also von gleich. Und dann, heute stellen wir uns mal wieder den neuen Shop vor in einem bisschen Humor. Yo Leute, so Combo Recipes mal wieder am Start, schauen wir mal. Also heute bin ich, ja ich weiß auch nicht, also jetzt gucken wir mal da rein. Übrigens da Mythic Quagmire gerade momentan, Mythic Quagmire Pack. Leute, ihr müsst nur ungefähr 200 Euro ausgeben, dann kriegt ihr die Mythic. So, können wir da mal auch ganz kurz reingucken. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, wie das Ganze läuft hier, da kriegt ihr ungefähr 10 bis 15 Mythic Fragments für den Quagmire raus aus jeder Box. Also Leute, ihr müsst ungefähr 200 bis 300 Euro ausgeben, dann kriegt ihr den Quagmire. So, ja, aber man kann natürlich auch Glück haben und kriegt den Quagmire direkt dann. Ja? Geht es? Ja. Ist ähnlich dann so wie bei den Zug, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt mega gering, ne? Also, dann schauen wir jetzt mal ganz kurz hier rein in die Mastery. Und da haben wir heute, was haben wir denn heute am Stissel? Also, wir haben einmal Yacht Dreams. Wolltest schon sagen, Yacht Club, ne? Ja, Yacht Dreams in Yacht Club. Was soll ich dazu sagen? Ja, gleich Lieblingskarte. Ja, Linda Belcher mit Alkoholkarten ergibt Yacht Dreams und wir brauchen da gar nicht lang drauf zu schauen. Wie man sieht, ist das Ding nicht wirklich berauschend. Deswegen gehen wir auch gleich raus. Oh. Also dafür braucht man keine 500 Gems auszugeben. Und dann kommen wir zum nächsten Schenken. Dann kommen wir zu dem nächsten. Oh mein Gott. Sexy Cat. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch noch dran erinnern. Da gab es damals mal so eine Sexy Cat Box. Da gab's, ich weiß gar nicht, wie viele waren da drin gewesen? 10 Stück? Stimmt, ja. 10 Stück, ja. Und, und eine Sexy Cat? Ja. Nee. Das eine Sexy Cat und das andere war Max. Hier Mac. Ja, Mac. Keine Ahnung, die Mac Box war das, genau. Es war die Mac Box, da gab's dann, keine Ahnung, das ist jetzt nicht in Leggy, sondern eben hier. In Rare, keine Ahnung wie viele Max, 10 Stück glaube ich und eine Sexy Cat. Wow! Das Ding war damals schon Schrott, das Ding ist heute noch Schrott und das Ding wird immer Schrott sein. Also die Karte ist mega übel, miserabel, schlecht. Bäh, 500 Gems dafür, nope. Dann gehen wir mal hier rein und jetzt habe ich natürlich, jetzt habe ich ein kleines Problem. Roundhouse, ne? Roundhouse hier mit Fighter-Karten. Ist eigentlich schon eine ziemlich coole Combo, kann auch einen First-Hit verursachen. Hier habt ihr schon des Öfteren gehört. Guck mal, wenn du da 45 und 12, da hast du schon gleich 57 Angriff. Und das tut dann schon richtig weh. Mein Problem dabei ist allerdings folgendes, wenn ich ich benutze Roundhouse eigentlich nie wirklich. Aus dem Grund, also wenn ich jetzt hier reingehe, aus dem Grund macht das für mich keinen Sinn, die zu holen. Also gucken wir mal ganz kurz hier, wo ist er? Ich habe zwei Peters, das ist schon cool, ja. Chicken Fight ist halt so meine Fighter-Kombo, die ich liebe. Macht halt auch einfach echt viel mehr Sinn. Also, wenn ich mir das reinziehe hier, Chicken Fight mit Snot Rocket, Arlen YMCA, ja, mit Brian Dingstar, The Fighter. Ja gut, und die habe ich halt fast alle. Also, für mich lohnt es jetzt nicht wirklich, das Ding zu machen, aber Capoeira, arcturianisches Kung Fu, Capoeira, arcturianisches Kung Fu. So, habt ihr hier auch schon gesehen, Arlen YMCA, dann habe ich hier Brian, ne, das sind schon mal zwei, arcturianisches Kung Fu habe ich. Es wären zwei Kombo-Möglichkeiten, ne, weil ich zwei Peter drin habe. Mach ich's nicht? Ich weiß es nicht. Soll ich's machen? Komm, ja. Ich hol mir das Ding. Ja, mach.
Ich hole mir das Ding mit zwei Petern und einem arcturianischen Kung-Fu, alles Quad-Fuse, das Ding ballert, glaube ich, richtig. Also ich hole es mir für mich jetzt mal, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich mach's jetzt. So, also haben wir das Ding. Zack, bam, da ist er. So, jo. Und dann haben wir als letztes hier Furry Bullock. Und das ist, ja gut, lass mal gucken. Ich kenne die Combo gar nicht so wirklich. Was gibt's denn da? Wenn du jetzt den Mythic Bullock nimmst, mit irgendeiner Legendary-Karte, was ist das nur? Das ist doch... Kutschikoppi, juhu. Da wird sogar aus einer Mythic noch eine Epic. Sky. Das ist echt geil. Stell es mal vor, hier hast du so einen Mythic-Bullock und dann knallst du eine Common drauf. Jawoll. Ey, das wäre mutig. So. Wireless Audio Transmitter, ja, den gibt's auch. Und was kommt dann? Sorry, aber das hat jede. Also wenn ich. Guckt euch mal jetzt die letzte Combo an. Geht mal oder bleibt mal auf der letzten Combo. So, guckt euch mal das an, ja. Sorry, aber das habe ich mit anderen Effekten noch bei anderen Combos. Da brauche ich jetzt nicht einen Mythic Bullock mit einem Wireless Audio Transmitter. Nee. Also die Combo ist mega Schrott. Macht keinen Sinn. Ja, das war's jetzt hier zu der Combo Mastery von heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare, schreibt abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, genau. Bis dann und haut rein, macht's gut, bis dann und ciao.